Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Wanza und heute haben wir ein weiteres Opening. Aber bevor wir starten, möchte ich sagen, dass in einer Woche und zwei Tagen die Gamescom raus ist. Also aus meiner Sicht, ich weiß ja nicht, wann ich dieses Video hochladen werde und ich freue mich dermaßen, dorthin zu gehen. Also ich weiß noch nicht genau, was auf mich erwarten wird, aber ich werde mich auf jeden Fall wieder in der Nintendo-Section befinden und dort ein paar Spiele antesten. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich Pokémon Tekken DX. Ich hoffe, das heißt DX. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich habe keine Switch und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel. Also ich habe da Lucario gespielt und dann ging ein Mädchen noch das Glurak hatte und ich habe leider verloren. Aber trotzdem war es richtig cool, dort ein paar Spiele anzuzocken. Aber in diesem Video sollte es nicht um die Gamescom gehen. Ich will das einfach nur erwähnen, weil ich mich sehr freue und das irgendwie herauslassen muss, diese ganze Energie, die ja in mir strömt. Auf jeden Fall habe ich heute was Kleines, aber Feines mitgebracht, nämlich ein Blister von den drei Regis und darin befinden sich noch zwei Booster Packs und eine Münze mit Bouts. Sehr süß auf jeden Fall. Ich will das Ganze jetzt öffnen, also nicht lange schnacken, sondern einfach mal machen. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Vor allen Dingen, wenn ihr auch auf die Gamescom geht, dann könnt ihr direkt auch ein Like da lassen. So, da haben wir die Münze auch rausgenommen und das Ganze werde ich mal zack in den Müll schmeißen und die ganzen Karten einsleeven. Aber bevor wir das tun, will ich euch noch die Booster Packs zeigen. Oder ja, es sind insgesamt zwei. Wir haben Sonne und Mond mit dem Fuegro und Sturm am Firmament. Also das neueste Set ist jetzt mit einem Pokémon, was ich nicht kenne. Es ist auf jeden Fall eine Ultra-Bestie, aber ich habe das Spiel ja noch nicht durchgezockt, also keine Ahnung, wer das ist. So, die legen wir mal dort hinten hin. Und dann haben wir natürlich noch Registeel, Regice und Regirock. Regigigas habe ich leider hier nicht. Schade. Das sind auf jeden Fall die drei Holo-Karten. Naja, man kann es nicht so gut erkennen, deswegen machen wir das mal einzeln. Also, wir haben einmal Regice. So, man sieht's. Gut, das ist mein Lieblingsregi. Ja. Dann haben wir noch Registeel und Regirock. Oder wie man das Ganze auch aussprechen mag. Also, keine Ahnung. Ich sage immer Regirock, Registeel und Regice. Aber dann sage ich nicht Regigigas, sondern Regigigas. Keine Ahnung. Ja. Ich habe auch so ein paar Ausspracheprobleme. Aber da gibt es sehr viele verschiedene Aussprachen. Zum Beispiel Arceus bzw. Arceus. Ich sag persönlich Arceus, so habe ich es gelernt und so ist es ja auch in der Pokewiki. Aber nun gut, ich kenne beide Aussprachen. Also mich nervt das persönlich nicht so sehr, aber es gibt Menschen, die sehr darauf Wert legen. Also wie gesagt, wir haben noch ein Coin, eine Münze von Bouts, die sehr schön ist, die schön glimmert und schimmert, was auch immer. Gefällt mir. Und natürlich ein Code, wenn ihr den haben wollt. Diesen wunderschönen Online-Code. Dann drehe ich den jetzt um und der Erste, der den einlöst, viel Spaß auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir machen Sonne und Mond zuerst auf, weil das ja das ältere Set von denen ist. Machen wir mal Oldest to News. Und das fokussiert gerade nicht. Dann haben wir einmal den Online-Code für euch. Viel Spaß. Oder für dich. Und machen den Kartentrick, also wir nehmen vier von hinten, tun sie nach vorne. Man kann das natürlich auch anders machen, aber ich mache das jetzt einfach mal so, weil das am einfachsten ist. Drehen die Sachen um und dann geht es los mit einer Feenenergiekarte, Arboretos. Dann haben wir ein Alola Snowbillycat, Terrybug, Evoli, ein Anton, Habitak, Drazini, ein Wommel. Oh, Agrostelle als Reverse-Rare-Karte. Und dahinter befindet sich ein Bisbug, Regular Rare. Bisbug ist ein wirklich tolles Pokémon. Das hatte ich auch in meinem Pokémon Schwarz Team. Und es hat einfach nur gerockt. Aber es kann auch Pokémon Weiß 2 gewesen sein. Aber okay, ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran. Nun gut, ein Booster Pack bleibt uns noch übrig. Nämlich, wie schon erwähnt, Sturm am Firmament mit dieser Ultra-Bestie. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie das heißt. Es sieht
meiner Meinung nach nicht so interessant aus. Es ist einfach so eine Mauer, ja. Also es gibt viele Pokémon-Sprites, die mir nicht so gut gefallen. Also, ja, angefangen bei Deponitox. Also Unratütox finde ich ja noch okay, aber Deponitox geht echt gar nicht. Und was gibt's denn da noch, die mir... Formeo, also wirklich, wer erfindet so ein Pokémon? Formeo ist ja echt schräg. Okay, belassen wir es bei diesem Thema. Ihr könnt ja auch in den Kommentaren eure Meinung zu den Pokémon-Sprites und alles hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Also das ist echt interessant zu lesen, wie die Geschmäcker von den anderen Menschen sind. Aber ja, das ist zu meinem Geschmack. So, wir haben eine Stahlenergiekarte. Dann haben wir ein Aprikoko-Hersteller. Ist das Kurt? Ist das Kurt? Oder gibt es in den neueren Editionen auch ein Pokémon Aprikoko-Hersteller? Ich weiß es nicht. Dann haben wir einen Wanderer. Sieht man das? Ja, man sieht's. Dann... Oh, Köderball. Oh mein Gott. Das erinnert mich jetzt total an meine Hard-Gold-Zeiten. Schuppit. Tuska. Aber momentan spiele ich übrigens Pokémon Gold auf dem Game Boy Color. Ja. Dann haben wir ein Gagabor, Hydropi, Schneckmack, Illumise als Reverse-Karte. Schön. Und dahinter haben wir einen Wailord als Regular Rare-Karte. Schade, aber ich kannte die ganzen Sprites noch nicht, weil das ja das neueste Set ist und davon habe ich noch nichts aufgemacht und das war gerade mein allererstes Booster-Pack davon. Ja, war auf jeden Fall ganz schön. Viele Pokémon der dritten Generation. Hat mich sehr gefreut, die mal wieder irgendwie zu sehen. Also viele Pokémon vergisst man ja zum Beispiel. Was fällt mir da ein, was ich nicht so oft sehe? Ein Finneon oder ein Baldurfisch zum Beispiel. Also das wären jetzt so Pokémon, die ich vergessen hätte. Aber irgendwie kam das Thema jetzt spontan und da sind mir ein paar Namen eingefallen. Aber nun gut, Leute, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, welche Pokémon ihr vergessen habt, wenn ihr wieder danach recherchiert habt und so. Und auch noch zu den Pokémon-Sprites, welche euch nicht so gut gefallen. Ja, wie gesagt, meine sind Deponitox und Formeo. Das würde mir jetzt so spontan einfallen. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt doch auch in die Kommentare noch hinzu, ob ihr auch auf die Gamescom geht. Also wie gesagt, ich gehe am Samstag von meiner Perspektive aus hin. Das ist in einer Woche und zwei Tagen, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Aber Leute, das war's auch jetzt. Mein Name ist Wanzer und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!